So, hallo, wir machen weiter. Sobald ich es gestartet habe bei Infernum, ich starte irgendwie OBS als erstes und dann das Spiel, ich weiß auch nicht. Ich nehme wirklich von einem Abend zum nächsten auf. Es ist uff. Also eher von einem Abend zum Video in 10 Stunden ungefähr? Nee, Quatsch, kann ich rechnen. 3 plus 9, 12 in 12 Stunden. Nevermind. So, guter Start. Wir haben jetzt das letztes Mal jedenfalls ein Level gespielt. Ach, das war das mit den Drehsprüngen. Ja, wo ich so erstaunt war, da habe ich einfach den Turnblock verwandelt, den ich nicht mehr realisiert habe, weil der sich gedreht hat. So, das ja, das war keine Magie. Das war tatsächlich keine Magie. Aber jetzt Pons Imperfectus. Wir gucken, was da vorkommt. Okay, hä? Das Ding hat zwei Exits. Das sehe ich ja schon mal hieran, dass ich hier zwei Conan-Exits bekomme. Okay. Ach, ne, da kann ich nicht stehen. Okay. Also der Schlüssel ist nicht für mich und. Also der ist für mich im Sinne von, wenn ich es nicht. Hä? Soll ich da scrollen? Aber normalerweise gibt er doch ein R an, wenn ich scrollen soll. Bin verwirrt. Das geht ja gut los. Ach so. Ja, das geht natürlich auch. Ah ja. Vielleicht ist es irgendwie. Soll es so gedacht sein, dass man eben gerade nicht spinjumpen darf? Oh, so. Ich mach mal hier ein State. Und da oben, ich meine, da oben ist ein Block, aber den werde ich nicht auslösen können von hier. Na, da, nee, da komme ich auf keinen Fall ran. Mit dem Schlüssel käme ich daran, aber der ist ja nicht für mich. Also, ja, ne? Ja, aber nee. Ich kann, ich meine, ich kann auf der. Nee, kann ich nicht. Okay. Jetzt hätte ich über den Koopa, hätte ich jetzt wieder zurückkommen können zum normalen Sprung. Ich. Nee, hätte ich nicht. Nee, nee, hä? Weil wenn ich auf den Spin jumpe, dann geht er auch einfach nur kaputt. Ich könnte mich an dem treffen lassen, sodass ich klein werde, aber das könnte ich dann da unten genauso an den Stacheln. Also, ich denke, klein werden soll ich dann nicht. So, ich mach's aber mal jetzt hier. Irgendwas. Wollte gerade sagen, irgendwas muss da runterkommen. Das sind Ausrufezeichen. Ja, und es kam etwas. Etwas Rundes. Ja, aber was. Ja, aber was. Was. Das Problem ist immer, wenn ich noch nicht weiß, wohin der Hase geht später. Dann frage ich mich, ob ich das richtig. Also, das habe ich safe jetzt falsch gemacht, aber wir können ja mal gucken. Ach, jetzt hängt die da. Das ist natürlich auch blöd. Aber ich brauche bestimmt diesen blauen Blech. Ich raff überhaupt nichts. Es war so klar, dass der Quatsch jetzt losläuft. Also, aber jetzt klein zu sein, scheint ja richtig zu sein. Ansonsten würde ich zum Beispiel die Shell kaputt machen. Ich raff überhaupt nichts, was ich. Muss ich den mitnehmen? Muss ich damit das Dings da drüben, die Magie da drüben? Ich habe keine Ahnung. Das geht ja, hä? Das ergibt alles keinen Sinn. Wir gucken einfach, was passiert. So. Zack. Ich werde jetzt mal versuchen, auf den Block zu kommen oder beziehungsweise auf die. Ja, das habe ich schlecht gesaved. Das habe ich ganz schlecht gesaved. So.
Als hat die dich schon mal ausgelöst, dann kann ich da nämlich besser hin. Nein. Ja, die darf halt nicht abhauen. Ja, mein Gott. Ich muss... Im Grunde muss ich... Ja, ich muss im Grunde da sogar vorher drauf, bevor die überhaupt ausgelöst wird. Hä? Da kam ein Koopa runter. Achso, hier ist ja auch ein R am Boden. Moment. Ja, aber dann löst er den ja vorher... Das ist doch gar nicht so gut, wenn der den vorher auslöst. Das will ich doch gar nicht. Ich will ja eigentlich gar nicht den R aus... Weiß ich nicht. Oder will ich? Ich denke, wenn ich vorher auf dem Block landen könnte, also bevor der ausgelöst wird, dann wäre das doch besser. Weiß nicht. So. Und hopp. Ja, so ist es doch gut. Zack, zack. Ja, und jetzt kann ich nämlich da schön drauf balancieren. Und jetzt können wir zumindest gucken, was kommt als nächstes. Aber also, hier kann ich ja gar nicht groß. Also, achso, doch, weil ich nicht mehr in den Spinjump drauf wäre normalerweise. Ja, ich wette, ich muss noch groß sein. Weiß zwar nicht, wie das gehen soll, aber das werden wir noch feststellen. Ja, also hier jetzt zum Beispiel, ne? Das ergibt, diese ganze Passage gibt jetzt keinen Sinn, wenn es nicht gefährlich wäre, groß zu sein. Wegen Spinjump-Kram. Ja, und da oben, ja, da oben ist jetzt vorbei. Ja, moin. Okay, ich muss groß bleiben. Jetzt wissen wir Bescheid. Nun stellt sich die Frage, wie. Ich muss irgendwie aus dem Spinjump wieder rauskommen. Ohne... Ja, ohne dieses. Oh! Ich komme in die Röhre rein als erstes. Das ist mein Weg. Das ist mein Weg. In die Röhre ist mein Weg. In die Röhre hier ist mein Weg. Oder das ist der Secret. Könnte auch sein. Das kann jetzt beides sein. Das könnte jetzt zum Secret führen. Ja, perfekt. Also das könnte jetzt Secret Exit sein. Oder halt... Okay, das ist Secret Exit. Ich denke immer, das ist Boden. Ich denke einfach immer, das ist Boden. Moment, aber hier ist sonst nichts. Also kriege ich hier einfach nur einen Schlüssel. Und zweiten Pin. Okay, keinen zweiten Pins. Ich meine, der Schlüssel ist auf jeden Fall praktisch, um wieder mal Dings zu werden. Um drauf zu landen. Und damit könnt ihr... Ja, doch, okay. Nein, nein. Sag mal. Ach, nicht... Land doch nicht genau in der Mitte, Mann. Nein, jetzt haut der ab. Ah, zu langsam. Ah, okay, dann müssen wir noch eine Runde warten. Mann. Dumme Magie. So. Okay.
Und jetzt müsste ich den halt da irgendwie unten hin. Ach Quatsch, ich lege den einfach nach links. Also ich wollte rechts sagen. Habe ihn tatsächlich nach links gelegt. Lul. So. Ja, und jetzt bin ich ja in der Lage, dass ich jetzt groß bin. Und es ist alles wie vorhin. Also jetzt kann ich im Prinzip ja... Ich verstehe nicht, wofür... wofür der blaue Block da sein soll. Ich verstehe die Hälfte hier nicht, aber es macht nichts. So, jetzt kann ich ja den hier machen und dann ist... Ja, da muss ich jetzt wieder ein bisschen schneller sein. Ja, optimal. Perfekt. Keine Ahnung, ob das so gedacht ist, aber es funktioniert. So. Ja, jetzt hier halt einfach normal runter und dann sind wir auf jeden Fall beim Midway Point. Mit Schlüssel. Hm. 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 Aber den habe ich jetzt ja sogar... Also wenn der für den Secret Exit nur da ist, dann... Ich habe den jetzt ja sogar gebraucht. Weiß nicht. Versuch den mal zu behalten. Weißt du... Mach ich denn das jetzt? Warte, ich schmeiß den erstmal da hoch. Gut. Gut, besser. Hopp. Okay, sehr schön. Ich den jetzt irgendwie wieder? Also ich meine, hier muss ich jetzt ja eh... Nein. Sehr gut. Wobei so... Na doch. Ah ne. Lol. Ah, das Netz ist jetzt hier mein. Okay, okay, I see. Und dann darüber. Beziehungsweise wir können ja auch erstmal hier rüber. Und dann so rüber. Okay, so ist chilliger. Nein, ich wollte auf dem wieder landen, weil dann kann ich das nämlich direkt stoppen mit dem Schlüssel. Yes! So, und ich meine, anscheinend soll ich hier spinjumpen. Aber, also der Schlüssel da oben in der Röhre, der ist doch... normal. Also der ist doch Kanon. Ich break damit halt jetzt hier gerade alles, ne? Merkt das schon. Also irgendwas weiß ich nicht. So, das ist ja eigentlich eine wirklich... Also das sieht man ja. Das ist eine Spinjump-Passage. Ich soll hier eigentlich die ganze Zeit am Spinjumpen sein. Ist eigentlich irgendwas drin? Nee. Nee. Ich weiß allerdings nicht. Also wenn ich jetzt Spinjumpe... Ach so, mit der Säge kommt man an den P-Switch ran oder was? Oh Gott, okay. Hm. Darüber? Auch mit der Säge wahrscheinlich eigentlich. Ah ja, I see. Kann... Oh nee. Kann ich das... Mir nicht sicher. Ich glaube, das reicht nicht. Zumal ich das eh nicht hinkriege wieder. Ging das auch gar nicht? Weiß ich, wie ging das denn? Doch, es wäre hoch genug. Aber hat er nicht mal gesagt, das wär ein Glitch und der ist nicht verlangt oder so? Ich glaube ja, ich glaube, ich darf das gar nicht machen. Also bisher habe ich ja nicht geglitcht. Bisher habe ich ja wirklich alles gespielt, wie es gedacht war. Also vielleicht nicht, wie es gedacht war, aber wie man es machen darf. Wenn ich jetzt... Ja, okay, ich verliere den eh, alles gut. Dann nicht. Ja gut, dann drücken wir den halt mal. Und versuchen mal da rüber zu kommen. Ja, das haut schon hin. Das haut schon hin. Ich muss nur ein bisschen
Perfekt. Und jetzt kann ich ja da drauf landen und dann ist wieder alles cool. Ist halt die Frage, wie lange? I see. Der soll wahrscheinlich jetzt eigentlich... Yo! Chill. Ja, der soll wahrscheinlich jetzt eigentlich... Genau, die Kugel soll da unten lang. Ja, ich würde gern wieder auf dem Schlüssel landen, tatsächlich. Wäre das irgendwie... Naja. Und dann vielleicht noch nicht von der Kugel getroffen werden. Das wäre noch das Beste. Ich mache hier schon gerade wieder ganz wilde Sachen, die so nicht gedacht sind, ich weiß. Probieren Dinge aus. Ah! Ja! Wir gucken mal, wie es weitergeht. Ich wette, ich muss groß sein. Ja, ich muss hier nach wie vor groß sein. Okay. Ich muss da nach wie vor groß sein. Hm. Dann ist das ein schlechter Save. State. Wie auch immer. So, der ist gut. Aber ich brauche ja eigentlich die Kugel gar nicht, weil ich das mit dem Schlüssel ja eigentlich sogar auch machen kann, ne? Wenn ich den geschickt dahin positioniere, dass er da entlang fahren kann, ich aber auch. Dann ist das doch eigentlich eine ganz gute Sache. Ah, ja, jetzt muss er nur ein bisschen gerade runterfallen. Ja! Und jetzt einfach so, perfekt. Nice. Nur auf die Zeit gespannt, weil scheinbar läuft die hier jetzt ja aus. Hatten wir noch nie, dass hier eine Zeit ausläuft. Aber gut, dann ist das halt so. Wird schon... Oh, lol. Aber ich habe halt mit dem Schlüssel alles gebreakt, aber ich habe den regulär bekommen. Also ich verstehe nicht ganz. Die Röhre da oben muss doch... War jetzt keine Conan-Röhre. Ja, also das ist, was ich nicht verstehe. Eigentlich hätte ich hier stoppen sollen. Also das ist, was ich nicht verstehe. Weil der Schlüssel am Anfang war ja der Conan-Schlüssel. Und der da oben in der Röhre ist ja legitim. Hä, da ist einfach gar kein Level, oder was? Wo wir jetzt hingelaufen sind? Ich kann da auch... Hä, ich kann da auch nicht rein. Ach, okay, ich kann hier weiterlaufen. Okay. Kann ich da hoch zu dem anderen Level, wo wir schon waren? Ah, das haben wir noch nicht gespielt, okay. Ich bin massivst verwirrt. Ups. Massivst verwirrt. Aber dann die nächste Frage. Ist dieses Schlüsselloch hier... Nein. Ist dieses Schlüsselloch hier normal? Also soll das eigentlich hier... Also ist das hier und es ist gedacht, dass man den Schlüssel hier holt und dann hier ein Schlüsselloch steckt? Also ist dieses Schlüsselloch da normal oder ist das auch hier nur unnormal platziert? Weil ich habe auf dem Weg hierher kein anderes Schlüsselloch gesehen. Also, und ihr ja auch nicht, ne? Also, ihr habt ja genauso gut geguckt wie ich.
Deswegen, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Schlüsselloch da Kanon ist und nur der Schlüssel da noch nicht am Start sein sollte, sondern der Schlüssel halt hier oben ist. Weil, ich meine, was anderes ist hier? Hier ist ja nichts. Ich habe ja hier nach links und rechts. Hier ist ja nichts anderes. Aber dann ist das halt auch ein bisschen komisch. Ich meine, es ist ja nicht schwierig, hier wieder hochzukommen. Ne? Also. Ich stehe jetzt nicht so ganz. Es kann. Kann ich mir halt fast nicht vorstellen, dass es so gedacht ist. Bin sehr irritiert. Aber so würde... Ups. Ja, aber so würde es praktisch dann... Ja, lol, jetzt funktioniert der nicht mal. Funktioniert der jetzt nicht, weil der andere da ist? Oder was ist los? Also, welchen Grund hat er... Das ist ja jetzt wieder interessant, ne? Das ist ja jetzt wieder richtig. Ich habe das Level wahrscheinlich völlig falsch gespielt. Aber ich weiß halt nicht. Ob ich jetzt legitim hier das Level beenden will. Ja, ich weiß es nicht. Ich mach's jetzt mal so. Und wenn ich einen anderen Secret Exit hier habe, dann zeige ich den natürlich noch. Gar keine Frage. Okay. Das ist interessant gewesen. Gut. Und mich konnte keiner stoppen, denn es ist kein Sariel dabei. ja, Sariel, ich hoffe, du bist nicht böse, falls ich das jetzt hier gebreakt habe. Aber falls ich alles legitim gemacht habe, dann ist ja cool. Nur die eine Stelle sah halt eindeutig aus, nachdem, dass man da spinjumpen sollte. Also ich glaube, der Schlüssel da oben, den sollte ich nicht haben. Aber der wirkte halt jetzt nicht so, dass der spezial ist. Sondern dass der halt da sein soll. Ich bin mir nicht sicher, aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und tschüss.